Sway, sway. Sui. Okay, jetzt reicht's aber auch. Kacke. Der Stream ist schon seit so 5 Minuten an. Wir beide dann einfach gleich so komische Geräusche zeugen. Kringe. Aber wirklich kringen. Wir sind auf jeden Fall wieder live in Business. Ist ein Aber ich sehe den Business im Live. Business im Live, drinnen bin im Live. Life is life. Na, Na na na, na na, na, na na. na na na. Ja, by the way, es Life gibt is die ein oder life. andere Anfrage. So. Beispielsweise der Zwischenfall mit einem Williams-Kollegen, der da den lieben Fischkopf weggeschoben hat, ein bisschen. Oha. Aquastenef, Lost, bisschen. In Körper rührt, der Klassiker, man kennt ihn. Ist mir auch schon mal passiert. Passiert dir best, ne? Außer Party. Ja, mir passiert es nicht, weil ich einfach nicht der Beste bin. Weil du, Österreich ist halt deine Strecke. Ja. Ja, komm. Kurz gesagt, jedes Mal, wenn ich in Österreich gefahren bin, ist irgendwas passiert, irgendein Bullshit. Aber da habe ich voll die unberechtigte Strafe kassiert wegen Basti. Einmal habe ich. Ich hab dich schon verdrängt, ich weiß nicht mal, was passiert ist. Ja, also, jetzt kann man noch ein paar Minuten warten, bis das da endlich angeht. Nächst Fischkopf. Suche Hardcore Survival Server. Naja. Renato Sanchez steht wohl vor einem Wechsel zum AC Milan. Okay. Oh, jetzt muss ich mal sagen, was Soulcatcher da gemacht hat. Ah ja, das wissen wir ja schon. Aber hat er ein bisschen zu früh aufs Gas gedrückt. Ja. Was haben wir da? Mibra. Ah ja, das war das, wo ich gesagt habe, dass. Fischkopf. Der Sache. Ah! Oh, Kopi hat's aus der Box raus zerlegt. Ah, wie bitter. Wie bitter stehst du da? Ah. Guck ich mir an. Aua. Oh. Ja, zu früh aufs Gas. Und? Ich hab gedacht, die neuen Reifen sind frisch. Haben so Grip, ne? Keine Ahnung. Kannst mal Happy Danny einladen in die Party. Den glücklichen Dani. Für die Urteilsverkündung. So, wo haben wir denn da? Hat der Schlingels hier etwa offline gestellt? Wo ist H? Ja, das ist schon frech. Ah, ist jetzt Telefon ruhig, das gefällt mir so. Ja, Kann. bitte. Hey, bitte nicht bitte in Kassa 3. Herr Happy Daddy, bitte an Kasse 3. Ich glaube, irgendwie wird es heute nichts. Liebe Kunden, wir öffnen Kasse 2 für Sie. Liebe Kunden, Kasse 2 schließt. Bitte legen Sie keine Einkäufe mehr auf das Kassaband. Jetzt war eine Retalk-Frage, ne? Ja. Ich denke, in Österreich ist ja auch so, dass es mehrere Kassen gibt, ne? Ja. Warum zum Henker ist immer random irgendeine Kasse offen? Nicht einfach immer 1, 2, 3, 4, sondern immer so 2, 5 und dann 1, so, weißt du?
Ja, das kann ich doch sagen, ne? Das ist so wie wenn du so auf Klo bist, ne? Du nimmst dann nicht immer als Erste, du nimmst dann halt einfach an, dass es schön ausschaut, so. Und dann müssen sie halt am Ende die anderen darum streiten, wer dann neben jemanden stehen muss. Verstehe ich nicht. Ich habe einfach keine Ahnung. Ja, war schon gut zu wissen, ne? Warum so? Aber naja. Ja. Man mit dem Wissen wird man wahrscheinlich in, keine Ahnung, 5 Jahren nichts mehr anfangen können, aber. Was noch schlimmer ist, wenn du einkaufen bist, so, ne? Und die Kassen dann immer so vollgestellt sind mit irgendwelchen Produkten, ne? Und du da keinen Platz hast, dich zu bewegen. Oder wenn du einfach an der Kasse ganz entspannt so stehst, dann kommt die Kassiererin und scannt deine Sachen und die schläft einfach ein, während dem Scannen. Na, ich schaff Und dann lieber bist das, du weg. als wenn dann die Kassiererin sagt, okay, ich bin E-Sportler, abkassieren. Und dann kommt ganz hinterher, Digga. Das ist einfach nicht heftig. Ich sag nachher immer, sie soll das einfach mit so viel Schwung machen, dass es einfach direkt in den Einkaufswagen reinhaut. Ja, war eine Einfach Idee so die eigentlich Gläser schon. mixt sie da rein. So eine Marketing-Idee, oder? Ja, ja. Du kannst per Knopfdruck deinen Einkaufswagen auf der Vorderseite so eine Ladekante öffnen, da fällt das runter. Und die kann dann einfach über diese Rollen, die auf dem Kassenband sind, einfach das Produkt direkt in den Einkaufswagen reinrollt, schieben. Bruder, ich kaufe mir jetzt erstmal M-Preis, damit ich das machen kann. Oder bei euch. Oder Edeka oder Aldi Süd. Wäre doch geil, oder? Einfach nur damit die das machen kann. Ja, aber das wäre schon. Ich meine, du kannst ja nachher noch so 5 Euro zahlen, damit das auch gemacht wird, weil sonst musst du es mit Hand machen. Ne? Wir müssen ja auch noch was von dem verdienen. Ja. Also ja schon die ersten Eier auf dem Boden. Ja, aber überleg mal, du hast immer einen Großeinkauf, ne? So, hast kann es kompletten Wagen ganz oben voll, ne? Und dann musst du alles aus Kassenband machen oder wieder einsammeln, so. Also weiß ich nicht. Ich muss sagen, bei den aktuellen Preisen lohnt sich ein Großeinkauf ja gar nicht, ne? Weil Richtig. da zahlst du erstmal für 10 Produkte 50 Euro mindestens. Voll schlimm, Alter, wenn du so Cherry-Tomaten kaufen willst, einfach 3,50 €. Digga, für so ein paar Tomätchen, weißt du, so kleine Furzdinger. Ja. Naja. Oder so ein Weisheiten mit. Cheeseburger einfach 1,50. Ah, Richtig das ist bei frech. uns schon lange so. Ja. Finde aber sass, ne? Du kannst kein Olivenöl oder so mehr kaufen, kein Sonnenblumenöl, aber Mc's kann dir hunderte Pommes machen. Ich will gar nicht wissen, wie alt das Fett mittlerweile in den Fritteusen liegt. Das tauscht sie doch jeden Tag aus. Ja, will ich schon auch so sagen. Genau wie sie Eisenmaschine jeden Tag neu reparieren. Oh, die Klassiker. Aber jetzt muss ich dir mal ehrlich fragen. Ist dir jemals passiert, dass bei McDonald's die Eismaschine nicht funktioniert hat? Ja. Cool. Weil ich mein, ich bin schon oft bei McDonald's gewesen und das ist mir noch nie passiert. Ich habe das jedes Mal für ein Gerücht gehalten. Im Sommer ist es immer so, wenn du zu Mc's gehst, der hoch oder stark besucht ist, da gehen dann immer die ganzen 11-jährigen Kinder ihr McSunday für 1 € kaufen. Und fühlen sich dann erstmal hier Snapchat-Story und sowas machen, hier mit den Jungs 1 € McSunday essen. Dann natürlich der Klassiker, ne, dass dann die Eismaschine kaputt ist. Direkt nach der Schule erstmal ganz knusprig an reinhauen. Bestimmt solche Menschen, Junge, die gehen nach der Schule Ja, einfach in die klar. Stadt zu Mc's für 1 € McSunday holen, um einfach eine Instagram-Story zu machen. Ja, die Schulzeiten, das war schon schön. Das muss ich Zum jetzt Thema ehrlich Ich sagen. bin reich. Ich bin reich. Auf jeden Fall wieder Gesprächsthemen hier, also. Ja, wirklich. Ich meine, wir könnten jetzt schon bald einmal dann irgendwie starten, keine Ahnung. Ach, da ist ja, wenn man gerade von ihm redet. Happy Danny, bitte an Kasse 3. Ja, guten Abend. Guten Abend. Ich mach's mal kurz und schmerzlos. No Wir hatten. investigation necessary. Nee, leider nicht ganz. Einmal Marco Fischkopf gegen Mibra.
Da haben wir uns auf schuldig Mibra entschieden. 10 Sekunden Zeitstrafe plus 2 Strafpunkte. Das wär's. Oh, kurz und knapp. Ja, vielen Dank für die Information. Und Ja, euch schönen war. Abend noch und viel Ja. Spaß noch. Dankeschön. Schönen Feierabend. Danke auch. Jo, danke gleichfalls. Ciao, ciao. Ciao. Tschüss. Liebe Kunden, wir schließen Kasse Kasse 2 2. schließt. Bitte nicht mehr auflegen. Bitte nicht mehr auflegen. Ja, 10 Sekunden, 2 Strafpunkte, das ist eine Strafe, die schmeckt mies. Also, die tut weh. Ja, definitiv. Also, Wobei die Schuld da auch echt an Mibras Seite liegt. Also. Aber gut. Passiert. da muss man jetzt durch. Da musst du durch, ja. Ja, dann Jungs, worauf wartet? Es ist gerade starten, noch bitte. Copy bitte an Kasse 1. Copy, bitte öffnen Sie Kasse 2. Ja, Copy muss einfach zur Information und sein Kind abholen. aber ich verstehe nicht. War Danny Ray Twitch TV hier derselbe nicht mitgefahren, oder? Mal Vertauri? Nein, definitiv nicht. Warte, das werde ich mal ganz kurz da. Da 2, ne? war doch YDM am Sitz, meine ich. Liga 3. Nee, andersrum, oder? Mars Left Chat. Ist ja, wenn ich Mars Left Chat im Alpha Tauri. Weiß ich War da nicht. nicht immer Dings drin, ne? Und Ich was? verstehe gar nicht, ich weiß gar nichts mehr. War nicht Jay Panda im Ja. Alpha Tauri am Sitzen? Nee, Jay Panda ist immer Alfa Romeo. Da wird wohl illegal Teamwechsel gemacht. Ja, da muss ich auch mal mit Marc reden, ob ich da irgendwie in der Mercedes rein kann. 10 Sekunden Zeitstrafe, Hilfe. By the way, der Feuerwehreinsatz, den du mir gehört hast, war einfach nur ein Fehlalarm. Die halbe Welt fährt einfach bei dir vorbei und Fehlalarm. Und by the way, Gladbach 1-1, das tut weh. Das ist wichtig und richtig. By the way. Gladbach soll weggenommen werden, einfach so gelöscht werden. SDGX einfach. So, worauf warten wir so? Wir warten ein bisschen auf die ganzen Missionen, bis es hier losgeht. Der erste drückt X, einmal sie. Ja, was ist denn so deine Prediction? Wie sieht es heute aus, Safety Car Meine mäßig? Prediction. Also ich habe Safety Car mäßig. Jo. Da habe ich irgendwie im Blut, dass es 4 Safety Cars geben wird. Vier? Ja. Ich sag 5, aber mit VSC einberechnet. Ja, ich rechne aber mit VSC ein. Also ich glaube 3 VS, 2 VSC und 2 Full Safety Cars. Genau will ich spezialisieren. Ein Blick am Yellow. Am Bird. Ich finde das Warten immer grausam, aber ich Ich weiß auch finde nicht es auch warum. jedes Mal und
Dann dauert es ja immer so lang, bis da alle bereit sind. Ich finde es ja voll unnötig, wenn du in die Lobby reingehst und dann steht da die Reifenwahl. Ja, hä? Ich kann ja eh nichts auswählen. Wieso bin ich nachher da? Du waschen die Reifen fürs Rennwochenende, welche du oder mitnehmen willst. Ja, nur soft, ne? Ja. Und es sieht trocken aus. Ja, das ist wichtig und richtig. Und Reifen, keine Experimente. Ich glaube, der Fahrer, der mit Dings gefahren sein wird, Mediums wissen, was auf sie zukommt, deswegen machen sie da irgendwie das. Ja, Alpha Tauri von ganz hinten, die räumen jetzt ein bisschen auf, habe ich gehört. Jungs, wenn es mich hört, oh. Was? Der Groot Viali ist aus der Session noch Na, rausgegangen. musst du einladen, den Kollegen. Ich weiß es Mal kurz hier den Twitch-Chat öffnen. Ach, toll, Nachricht angezeigt. Was immer er geschrieben hat, ich konnte es nicht lesen. Haben wir hier Geheimagenten drin. Ja, das war der Bruder von meiner Freundin. Ich glaube, wir machen gerade mal so auf entspannt mal hier die Party zu, oder? Wenn ich jetzt rausfinden würde, wie das gehen würde. Nicht. Ah, doch, Beitrittsanfrage erforderlich. Maximale Partyanzahl 2. So. Sind unter uns. Hey, wieso machst du nicht einfach auf Beitrittsanfrage? Ich meine, wenn wir nachher das Dings machen und Ja, das ist doch unternehmen. egal. Ja. Wir sind auch hier hochintelligent. Ja, wirklich. Oh, da ist einer auf der 5 mit Mediums Fireball. Der traut sich Fireball? was. Ja, der macht öfter mal, öfter mal Experimente. Lachs, der Flo hat jetzt auch davon mitbekommen und macht das jetzt auch. Geht auf die Ems. Fischkopf auf der 12 mit 10 Sekunden Zeitstrafe, das ist interessant. Sehr interessant sogar. Ja, Leute, die Setups bitte nicht vergessen zu laden. Das passiert uns sehr häufig, wenn so irgendwas passiert, dass die Setups nicht laden werden. Ne? Ja, wenn sowas passiert, dann passiert es öfters mal. Ja, hast recht. Heute sind wir nicht so gesprächig. Ich glaube, das liegt am Alkohol. Ja, ich weiß nicht, heute ist irgendwie so ein undankbarer Tag. Der hat schon beim Irgendwie. Aufwachen begonnen. Ja, irgendwie beginnt jeder Tag so bei mir, weil. Oh, ich brauche noch was zu sippeln, ey. Ich brauche was zu saufen. Aber ich muss natürlich Auto fahren, maybe. Deswegen kein Alkohol. Ja, ich kann da an Red Bull anbieten, ne? Ja, schick mal rüber. Sind in Österreich, ne? Ja, mit Post, mit Sofortversand. Bacardi? Den Day Delivery. Die gute Freeway Isolite. Okay, der Groot Viali ist jetzt doch drinnen, ja. Genau, der muss jetzt warten, bis er das übernimmt, das Auto. Ja, ich bin sofort. Da ja, kurz das Küpfchen angemacht, ne? Küpfchen zum Start muss. Damit Daneben ich nur demnächst mal. die Eis-D-Dose. Wo ist jetzt der Controller hin? Ach, hier. Kennst du das, wenn du den Controller irgendwo mit hinnimmst und dann vergisst, wo du ihn abgelegt hast? Und Oh, Copy Copy ist und raus! ja, genau. Fehler! Copy ist raus! Unterquauch! Was ist denn los hier? Ja, komm, jetzt bin ich heiß. Er macht sich schon warm fürs Rennen. Unser Rennen ist ja so das Langweiligste, was es auf der Welt gibt. Ja, war ein Fehler, ne? Da sind sie raus, ne? Also da machst du nichts.
Ich spüre schon den Disconnect. DSQ-Lash raus? Ja klar, was denkst du denn? Ja, ich fühle mich gleich raus, also wenn es so weitergeht. Herr Levin startet nicht. Schon wieder. Reifen einstellen. Oh, angefangen mit Mediums, kalten Mediums, das ist nicht geschmackig, der Start. Ah, Gladbach 2-1. Oh, da vorne geht es gerade Top lang. 5 Call, ich sag P1, Leniluk, P2, Menderes, P3, Madi, Next Touch auf der 4 und Mibra auf der 5. Madin vor Menderes, vor Leni, vor Aqua, ganz gewagt. Aqua, okay, Aqua, Vor gut. Copy. Gucken wir mal. Ja, wir sind wie hier der Formel 1 Originalkommentator. Hier, ne, ganz Ich schnell. bin Sascha Roos. Ich bin Ralf Schumacher. Ja, cooler Start. Hascha Also. Soos. Ja, wir sehen hier Next Touch auf P4. Ganz schöner Start. Kommt gut weg. Sie stehen noch, komm gut weg. Gut, sie stehen jetzt am Stissel, am Start. Die Fackeln, die gehen an. Feuerzeug ist an, Zigaretten auch. 4, 5. Martin, er kommt gut weg. Sind wir geschafft? Egal. Martin, schlechter Start. Lady Luke Mender ist schon auf der Wiese. Er hat Bock. Und hinten wird's eng. Ich sehe es jetzt schon. Ganz vorne ist auch eng. Da flog irgendwas. Ich sehe gar nichts mehr. Die Kamera ist scheiße, Digga. Ja, da ist ein bisschen was abgegangen, hinten. Also irgendwo ist da eine extreme Rauchwolke oder was Ja. immer das sein soll. Alles war in dichten Nebel gehüllt. Da war wirklich alles in dichten Nebel Und da ist gehüllt. der Williams, der Oh, geht mies rein und dreht Next Touch hat sie Dachi. gedreht. Oh, doch nicht, hä? Ja, da ist Max irgendwie on. Oh, und Groot Viardi ist geghostet. Lobby Ja, der ist Bug. irgendwie immer noch nicht drinnen, keine Ahnung, oder schon? Doch, er ist drinnen, hä? Also, Groot Viardi, denkt dran an unsere neue Regel. Das Ausnutzen dieses Ghostings ist nicht erlaubt. Versuch irgendwie auf realistische Art zu überholen. Ja, ich glaube, das war er selber nicht, dass es. Ja, na, er war es selber nicht, dass geghostet ist, ist gleich bei uns geghostet, ja. Ja, ne, falls ihr den Stream hört, ich will es zurück Nee, doch anmerken. nicht. Und gelb, Marco Fischkopf, Spinner. Hat kein Flügel mehr anscheinend, so wie ich das sehe, ja, kein Flügel mehr. Lady Luke schon eine Sekunde rausgefahren, stark. Menderes kämpft noch dran zu bleiben. Ja, und hinten ist wieder eng. Ja, hinten geht's ab und da gibt's den ersten. Nee. Oh, um Aqua und YBM drehen sie. Buschi ist Buschi raus, ist raus. Fehler! Er ist raus! Reifen ist ab! VC. Bernd hat keinen Bock. Ja, Bernd, tut mir leid, dass sie da, dass wir da jetzt die Arbeit machen, aber. Sieht nach einem Zwischenfall aus mit Trümmerteilen auf der Strecke. Trümmerteilen auf der Strecke, genau. We see a lot of Ja, debris. was macht jetzt, was macht Almasi? Er hat nicht verstanden, dass virtuelle Safety Car ist. Was? Ja, Almasi hat jetzt gerade ganz entspannt Soul Catcher überholt. Und ja, auch mal hier bei gelbe Flagge überholen, ne? Man kennt ihn. Ja, auch ganz saftig. Guck mal, ob es heute eine Durchfahrtsstrafe gibt. Fahren schon relativ zügig die Fahrer. Ja, wird wahrscheinlich gleich weitergehen, ne? Das Ganze. Ich überhaupt nur VSC. Weil das haben irgendwie alle viel zu schnell. Einmal ist jetzt in der Box. Interessant. Gucken wir mal rein, ob er Flügelschaden hatte oder. Ja, und da geht's Durchfahrtsstraße. ab. Oh mein Gott, ich glaub. Ja. Zwei Fahrer, Fischkopf und Danny Ray Dann die TV. drei. Zwei und ja, wir gehen wieder hinten drauf. Hier ist überall ein Train. Wo soll man rauf gucken? Ja, ich bin vorne, mitten vorne. Ja, ich bin am Max drauf. Gucken wir uns mal hier Bin an. ja, da bin ich auch drauf. Nachher suche ich mal was anderes da, weil. Wobei Fireball das. an das stehen ran, will vorbei, geht nicht. Zwei Williams hier Kandidaten sind. Ja, und jetzt schon relativ große Lücken, ne? Außer, gut, ja, gut, der Train da hinten, der ist relativ gering. Wir kontrollieren mal den Groot Viali, ob er sich dran hält. Ja, ich bin dabei auf.
jemanden drauf falle, nichts passiert. Irgendwie ein Fireball nimmt eine absolute Staubwolke wieder mit. Also der Sahara-Staub in Österreich ist heute mal wieder ganz knusprig, ganz knorkel, wenn man so schön sagt. Beobachten wir mal jetzt hier in Investigation. An Soulcatcher und da ist die Berührung von Copy, der hätte jetzt schön Platz holen wollen. Ja. So, da geht's ab. Muss halt sagen, ne, gut, wir alle jetzt zwischen Vorteil, kann sich so kein Flügelschaden bei dem abholen. B geht rein, geht vorbei, Rad an Rad. Raus, ja, macht aber gut. Hat die Innenseite, kann später bremsen, kann den Hamilton machen, ne? Macht er nicht. Nee, so sieht interessant aus hier alles. Ja, ja. Wobei ich schon sagen muss, die Fahrer, die Dings, die Position pendelt sie ein. Es gibt zwar den DRS-Train, aber. Na, Fireball kämpft gerade bei Dashen. Und Copy dreht sie. Fehler. Aber ich glaube, das war nur ein Fehler mit Kies, ohne Flügelschaden. Ja, naja, ich hoffe, die Dings auf den Körper kommen. Ist Fireball, er geht innen rein, okay. Dashen bremst früh ab. Interessant. Snackt sich was DRS, macht er schlau. Macht's aber nicht an, hat's wohl doch kein DRS bekommen. Und Madin und Menderes kämpfen da vorne ein bisschen rum. Gehen wir drauf, Menderes rechts, Madin links. Ja, Menderes jetzt mit DRS Vorteil. Geht vorbei wieder. Hinten, was machen Sie Kollegen da? Ja, sieht alles fair aus. Ja, wieder Riesenlücken. Ging schnell. Ja, jetzt wird gefahren. Im Kreis, im Kreis, im Kreis. Bis der Benzin ausgeht. Genau, oder bis der Safety Car kommt. Oder bis Fahrer heimgeht. Oh, oh, den geht zumindest. Nee. Gut Viali, da wollte er versuchen, einfach durch ihn durchzufahren. Geh mal kurz auf Gut Viali drauf, bitte. Gucken wir. Ja, er macht's gut, aber also muss man sagen. Klar, das ist natürlich jetzt ein Nachteil für ihn mit dem Ghost-Ding. Das ist schwer zu machen, muss man so auch mal sagen. Ja, klar. Also, ich denke mal, das Grundgerüst ist halt ne Versuchen irgendwie und wenn es halt mal nicht klappt, dann ist es so, ne, aber. Ja, das Problem ist, die anderen Fahrer machen nicht da. Ich meine, zum Beispiel Max ist einfach durch ihn durchgefahren, so. Ja, klar, gut, die anderen Fahrer wissen das halt nicht, ne? Muss man auch bedenken. Also. Vorteil ist klar, bei Groot kann so keine Flügelschäden holen, irgendwie. Und ist auch ein Nachteil, irgendwie. Also. Ja, ist halt ein Spiel, ne? Mit Bugs. Da machst du nix. Ja. Jetzt geht er innen rein, ne? Der geht nicht innen rein. Ja, Meta sagt auch, ist schwer für beide, also. Wobei die Strafen natürlich auch sehr saftig sind, die du bekommst, wenn du, Oh, schau da, Überschuss, Madin Menderes. Oh, gelb, Fissi gelb, hinten, Alpha Tauri. Nein, das ist Dani, der macht Platz. Gut, wir hatten Platz verloren durch Max. Ja, ich glaube, ja, Max, der überholt halt durch ihn durch, ne, also. Fireball und Dashen nimmt ziemlich viel mit. Ich meine, wie will das beurteilen? Also, ich denke mal, wenn man jetzt öfter mal durch einen überholt, würde ich auch sagen, irgendwann, jetzt ist gut, ich mach's jetzt einfach auch. Muss ich euch alles gefallen lassen. Und vorne sehe ich da wieder Duelle. Ja, 6 bis 4. Fireball, Dashen und Max. Dahinter drauf mit Gut, Max und Next, Dutch. Ja, Dutchen fährt ein bisschen zickzack, aber war noch, glaube ich, am Rande der Legalität. Fireball, kleiner Quersteher. Oh, jetzt fährt Fireball fast Dutchen drauf. Gucken wir mal.
Was reicht? ERS-Vergleich gleich, gleich, gleich und Nax bei Oh, 60. Fehler, Grundviali in der Wand. Kein Schaden, kein bleibender Schaden. Und jetzt kann Nax profitieren. Jetzt. Ah, macht er gut, Nax, macht er gut. Ja, schau es da an. Ne? An Double beiden vorbei in Overtake. einer Kurve. Mit den Mediums. Aber es gibt einen Da stimmt, Dive. drückt rein. Ah, bremst aber gut ab. Hat gemerkt, das wird nichts. Ja, Lenlu kann sein eigenes Rennrad fahren. 3 Sekunden Abstand mittlerweile fast. Ja, weil die zwar hinten ein bisschen betteln, also. Jetzt ein bisschen Reifenmanagement praktizieren und dann. Ne? Ich muss sagen, Fireball mit den Mediums, der hat gerade keine so schlechte Ausgangsposition. Ja, aber Nax mit dem Medium ist ja schlecht nicht, also der Shinobi ist unterwegs. Na, stimmt, da haben wir jetzt auch wieder was hat. Wenn wir schauen, Nax 6 Sekunden, 0,6 Sekunden, wenn Madden und Menderes wieder battlen. Kämpfen und Merlin verbremst sich. Schöner Respin von Menderes. Ja, aber alles doch relativ entspannt. Hinten sehe ich einen Overtake. Aston gegen Copy. Ja, Copy hat irgendwie ein bisschen. Ah, der leckt ein bisschen, kann das sein? Na, der hat die Bremsbuch voll verpasst. Ja, und Max auf der 7 gefällt mir. Der Voice Crack war auch schmackhaft. Du warst schon, wenn du einen Voice Crack hast, darfst du den nicht ansprechen, ne? Ah doch, da stehen 3 Sekunden. Das ist bitter. Und Copy und Mibra Rad an Rad. Ich habe ein Ding für den Kombinator. Aqua 8 per Stand jetzt. Schnellste Runde. Ja, bald P7 holen, ne? Daschen geht innen rein. Nax Switchback. Schönes. Oh, Fehler von Daschen. Quersteher. Da muss er arbeiten, um den Wagen zu behalten. Ja, Nax profitiert davon. Fireball rauscht dabei fast. Ah, doch nicht mal ein Leck. Man kennt ihn. Und Aqua zum Max vorbei, oder? Ja, Ja, Max Max. kämpft gegen. Ja. Macht er gut. Macht er gut. Den Luke 3 Oh, Lady Sekunden. Luke, 3 Sekunden. Verstehe ich nicht. Ohne Druck da vorne sich die 3 Sekunden abholen. Guck mal rein, was Martin und Menderes machen. Die kämpfen schön miteinander, gegeneinander. Und man merkt, Martin, der geht auf keine Zeitstrafen. Der macht das entspannt. Schon, dass du dir die Verwandlung reintrudelst. Solange du DRS drin bist. Ja, jetzt DRS Overtake. Menderes macht ihn zu, aber reicht nicht. Das wird da hinten mit Fireball und Nax angehen, ja. Aber Nax war es, dass Fireball die Bremspunkte nicht immer trifft, aber hat das selber diesmal nicht geschafft, ne? Und ich vermute, Dustin war mit kleinen Flügelschaden. Der kommt nicht mal so ganz Ja. hinterher. Wird sein Gelb. Gelb, Sektor 2 Fehler, oh Gott, Soulcatcher und Dani Rai TV. Stehen da Na, das beide war auf der Strecke. Synchrospin und vorne jetzt hier. Und vorne Anderen Weg gedreht. Elpen. Fischkopf. Wird jetzt auch überrundet schon. Geht schnell hier. Männer das hat abreißen lassen müssen auf Medin. Wieder gelb. Mercedes oder Mercedes. Almasi. Oder Almasi. Na, stand jetzt Safety Car 5 Stück, aber ein bisschen Bisschen optimistisch, muss ich sagen. ja. Ich meine, es hat niemanden so wirklich zerlegt, außer Bushi. Ein erstes Duell ist halt Nax gegen Fireball aktuell. Ja. Der Rest fährt in einer relativ großen Gap. Menderes kennt übrigens
das Anime auch an, dann. Gelb, schon wieder Alpha Taurus, dann die Reihe. Ich muss sagen, aber Ausgangsposition der Mediumfahrer Fireball Nux ist gar nicht mal verkehrt. Ja. Dafür leben morgen schon die Liga 2 Fahrer, die das probieren werden mit Mediums. Klar, je nachdem, wenn jetzt das Heftiger kommt, dann ist das wieder hinfällig, ne, aber. Schon gleich wieder schlecht, dass das dann. Sein wird. Dann werden die Harz aktiviert, wobei, schau mal das Wetter an, da können wir jetzt schon die ersten Regenwolken so langsam, aber sicher. Ich sehe keine Regenwolken. Naja, doch da vorne, direkt jetzt, wenn wir auf Richtung, was würden das sein? Ihnen? Keine Ahnung. Askari, Orouge? Ja, na, so weit jetzt auch wieder nicht. Ach, Miami, ah, okay, ja, klar. Genau so, da sehe ich auch, da sehe ich die Wolken. Und gelb! Und Fischkopf ist raus! Steht, wo steht er? Auf der Strecke, Safety Car. Bernd, it's your time. Und jetzt habe ich halt gesagt, Mediumfahrer am Arsch. Nö, glaube ich gar nicht, die fahren jetzt auf Harz. Alle werden jetzt auf Harz wechseln. Ich glaube, Mediums 20 Runden kann man zwar strecken, aber. Kann ekelhaft werden, ne? 23 wird unangenehm. Ja, und Leni Luke ist noch drauf. Oh, aua. Na gut, der hat das Set schon überholen können. Damit ist kein großes Nachteil für ihn. Ja, und Zeltiger heißt, es wird wieder eng. Gefällt mir. Wenn der Rest mit den Softs, oh, das fährt den Zweistopper scheinbar. Mibra 5 Sekunden. Mibra, ja, 5 Sekunden. Ja, unnötig. Ja, Alpha Tauri. Alle auf Soft, okay. Ja, na, Fireball und Nax machen den Einstopper, den 100%igen. YBM, doofer Strafe. Es wird aber gerade bewölkt. Also, zieht sich echt zu, gerade der Himmel. Martin auf Medium. Und da könnten die Softs vielleicht sogar wirklich der Call sein. An die Box. Schauen, ob er jetzt vor oder hinter Madden rauskommt. Ich glaube vor. Dann müssen ja, die doch, Kollegen doch, jetzt arbeiten. Ne? Das so Softs rein. Das dürfte sich ausgehen, ne? Oh, das geht aus. Aqua auf der 10, der hat es ein bisschen hart getroffen. Ne? Ja. Genug auf die Softs. Also entweder kommt gleich Regen oder die von. Ah, da! Es regnet schon, ja, ja. Ah, und das ist super scheiß für Fireball und Nax. Ja. Jetzt kommt der Regen. Ja. Das heißt, die Softs sind jetzt erstmal im Vorteil, wenn es dazu kommt. Und die will man gar nicht ausmalen, wie ranzig die Harz jetzt sein werden. Ja, die warm zu bekommen mit Regen, boah. Aber fängt aber direkt stark an zu regnen, also. Ja, jetzt fahren wir, was die Fahrer machen. Ne? Ich meine, das Feld ist noch relativ groß, das heißt, ein, zwei Runden gibt es noch hinter dem Safety Car. Riskieren Sie denn mit den Inter-Call? Jetzt schon. Wäre krass. Weil österreichischer Wetter, da kann man schon gut und gerne mal. Ja, doch, 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 ist starker Regen. Guck mal auf den Boden. Ja. Linie ist zwar nur da, aber. Du siehst die Tropfen auf dem Boden. Oh, Menderes. Menderes, da wird ein Plan. Nein, nee, na, doch nicht. Und. Oh, Mibra, nein! Mibra zerlegt's. Im Safety Car. Und das könnte dann. Ja, Next Touch schreien. Und dann nee. Also ich glaube, da geht was. Da geht jetzt der Intermediate drauf. Und es ist nass.
Ja, es sind die Inters. Jetzt ist Interwetter. Ja, eine Runde gefahren, Intermediate Wetter, krass. Somit jetzt Next Touch, Push, Push, Push. So in die Hände spielen. Ja, das spielt ihm so in die Hände. Jetzt muss er pushen. Er muss pushen, damit er da alle überholen kann. Okay, das ist brutal. Das gehen wir jetzt schnell. Also nicht oh, mal eine schau, was Runde. da vorne abgeht. Schau, was da vorne abgeht. Niemand weiß mehr, wo ich muss. Und ja, da steht fast Crash, der verliert fast den Wagen. Also ja. Boah. Ja, und damit ist Nexage auf P1. Und wenn jetzt das Heftige reinkommt, dann sind alle Fahrer dann komplett hops. Ja, aber das könnte es. Ja, wobei es halt schon drei Runden, ne? Ja. Ich glaube, das könnte schwer werden. Ich glaube, es fährt rein. Ja, ich lerne nach Abstand eigentlich nicht, ne? Also. Oh, Copy! Geht er auf die Keys, ne? Auf die Keys. Fährt auch eine Runde. So wird alle Fahrer Glück gehabt. Ja. Können wieder anschließen. So, wer fährt jetzt nicht rein? Alle müssen. Ui! Lenluk will mit einem Safety-Car kuscheln. Max hat sich auch gerade überlegt, soll er jetzt draußen bleiben? Na, also jetzt draußen bleiben ist also. Aber Dani Rai darf Dani jetzt das Safety-Car überholen? Eine schon. Eigentlich schon, ja. Eigentlich darf er sich selbst überrunden, ne? Schauen wir uns an. Ne, darf er nicht. Was ist denn Frischheit? Das ist doch, darf er. Hat er Glück gehabt? Jetzt kann er mal aufschließen. Oh, ja. Hat er Glück gehabt? Ja, jetzt muss er aber speeden, ne? Also jetzt muss er. Seine Hosen anziehen und Gas geben. Und jetzt schaust du an, Next Touch for Groot, for Soulcatcher, for Leni Luke. Ja, und Next Touch eben auf 10 gewesen, jetzt auf 1. War ein Big Call. Ja. Ich bin jetzt mal auf Madden drauf, weil Leni Luke auf AI, okay, doch, was vergiss das? Ja, und das natürlich in Österreich, ohne DRS zu überholen, ist super schwierig. Ja. Da muss es jetzt, da geht es jetzt auf die individuelle Klasse an. Richtig. Safety-Car in this lap. Ja. Und Dani ist ziemlich weit hinten, ne? Aber nicht überrundet. Das ist schon mal gut. Falls jetzt gleich noch ein Safety-Car kommt, dann kann er wieder aufschließen. Aber ziemlich weit hinten, ne? Ja, aber das wird er erstmal halten können. Oh, Copy überholt da stehen, ne? Oh, jetzt, oh ne, Regen. Österreich, Safety Car Restart, ihr ganz miese Flashbacks. Ja, Dachi macht einen ganz langsamen. Jetzt macht er schon Gas, Vollgas. Gut, wie alle überrascht. Aber der rutscht noch, Dachi. Er war doch kein guter Restart. Oh, und Gruß ist raus, Flügel ist ab. Und Danny Ray ist auch raus. Er hat sie beim Pushen, ne? Madden hat auch ziemlich liegen lassen. Ne? Oh, ich habe jetzt voll geschlafen nach hinten. Was passiert hinten? Ja, hinten wird er ein bisschen abgehen. Alpine hüpft da rum. Menderes geht jetzt an Martin fast vorbei. Ja. Boah. Ja, Fireball rauscht da fast Menderes drauf. Ja, Menderes. Martin hinten geht. Kopien Aqua an Groot vorbei. Ja, und Dachi, 2 Sekunden Abstand, krass. Ja, da hat er gut gemacht, definitiv. Hinten ist es eng, sehe ich gerade, so ein bisschen. Wobei es auch irrelevant ist, das sind Teamkollegen, da wird nicht viel passieren. Moment, da ist. Boah. Verliert er fast das Auto, gerade aufgekommen. Weiter schüttet, dann kann man schon bald auf die Full Wets denken. Ne? Ja, wobei es wird wieder heller. Sehe ich so. Ja, aber also das ist das Österreich, ne? Es ist Österreich, ja. Und da steht, geht an Max vorbei, aber. Oh, da ist ein Alpha.
Ästen, Alpha-Ästen raus. Boah, schau. Hä, was macht das denn denn? Der Okay, jetzt blockt macht da er mit genau eigenen das, was er. Hä? Teamkollegen. Ja, aber der hat ihn gerade voll blockiert und das. Oh ja, schau, jetzt hat der Ring komplett auf einmal aufgehört. Und da Macht stehen das. Quersteher, verliert da fast das Auto. Williams geht vorbei, Max auf Boah, da muss 8. da stehen, aber aufpassen, ein bisschen so. Ja, und jetzt kämpfen die beiden Aston Martin gegeneinander. Schönes Duell bis jetzt, also kann man sich angucken. Oh, da ist ein Ich bleib Quersteher da von Dustin stehen. wieder. Ich krass und pff, ich bin perfekt zurück und Fehler! Soulcatcher Fehler. raus! Flügelschaden aus und vorbei. Das kann ein VSC werden. Ja, Soulcatcher immer so ein riesen Pech vorne und dann der Flügelschaden. Copy geht weit. Weißt du, was mir gerade auffällt? Nein. Dass jemand fehlt. Wer? J Panda. Stimmt, ja. Wir sind jetzt beim 20. bei der 20. Runde, mir fällt es jetzt erst auf. Daschen fährt da hinten drauf und Daschen Flügelschaden. Vorne rechts die Endplatte ist weg. Das ist bitter. Ist da Max drauf gefahren? Und jetzt Ja, zu geht verteidigen, ist das vorbei. verstehe ich nicht, aber gut. Kann, ja. Er mit Flügelschaden im Regen, ja. In Österreich. Mit trockenem Setup womöglich. Muss nicht sein. Max jetzt schön links vorbei. Ja, das bringt jetzt gar nichts bei da stehen, immer weiterzufahren, ich würde in die Box gehen. Ja, muss er. Max in die Wand, so noch nicht auf die Wiese. Max, komm zurück, lass Kurz dich nicht mehr, Max, komm zurück, lass dich Landwirtschaftssimulator. Oh, was nicht war mehr. das denn? Close. Chaos. Und Aqua, ich hab die Session verlassen. Wild. Ich lade mal Aqua ein. Ja, und Menderes. Nexat kann da vorne erstmal die 1,5 Sekunden halten. Menderes? Du meinst Next Touch. Meine ich ja. Ah, komm wieder drin. Wichtig und richtig. Ganz wildes Wetter irgendwie. Gelb. Oh, Fehler! Gibt das Fehler! ein Ups, Safety in der Car? Bernd, nee. Bernd bleibt drinne. Ich hab schon als Meld des VOSC. Wieder fünf Fahrer sein schon DNF. Ja, also vom Safety Guide hätte das hinkommen können, aber Bernd will wohl keinen Regen fahren. Ja, ich meine, 100 Zähne. Verhältnis ist ja nicht gerade die schönste, ne? Ja, und jetzt ist natürlich wieder eine riesen Gap hier zwischen allen Fahrern. Ja, jetzt werden die Zeiten neu berechnet. Nirgendwo ein Duell. Quark, quark, lang Quersteher. Max scheint bei der Kollision mit der Wand irgendwo keinen Flügelschaden mitgenommen zu haben. Und Linux sieht das mittlerweile Dextouch sein Auto, richtig? Stimmt es nur mir gerade so vor oder lass das Spray ja voll nach? Ich weiß es nicht, also es ist komisch hell für Regen, also. Also ich behaupte jetzt schon mal eine Linie sehen zu können. Ja, sieht man. Aber das wäre verrückt, wenn man jetzt nochmal auf die Softs wechseln würde dann. Wenn Leni Luke jetzt auf eine halbe Sekunde erst hier rangearbeitet hat. Muss er gucken. Sektor 1 ist relativ hell, 2 so mittel und 3 dunkel. Jetzt
wird der Regen ganz leicht irgendwie. Ja. Vielleicht 3 Runden, 4 Runden so. Man könnte schon langsam über die Slicks wieder nachdenken. Also das könnte spannend werden. Ja. Ja, und hier ist wieder starker Regen und starker Spread, komisch. Ja, und Lenilo kämpft gegen Next Touch. Ja, aber eben gerade DRS und das ist dann Alter. Ja, wollen wir jetzt gucken, das fällt sich jetzt dadurch halt zusammen, dass Lenilo nicht wirklich wegkommt und Dutch hier eine kleine Bremse spielt. Schön für uns, so wird was spannender. Ja, Deck Dutchie geht auf Kampflinie. Ja, Leno keine Chance dagegen. Und hier hast du wieder Spread, also ich glaube teilweise die Strecke trocken und teilweise auch nicht. Ja. Ich kenne das Feature gar nicht von dem Spiel, sage ich ehrlich. Ja, jetzt kommt Son of Silence, Lenlu geht weit. Der Voice Crack war gerade asshaftig. Weit. Da war schon nackt der Flo dran. Okay, das hat jetzt schnell umgeschlagen. Also Sektor 1 regnet fast gar nicht mehr, ne? Da stehen erneut 3 Sekunden, ja. Ja, und Leno kommt einfach nicht ran an oder vorbei an Dachi. Und dann hier, dieser Teil ist wieder starker Regen irgendwie. Ja. Kurve 5 müsste das sein, ne? 1, 2, 3, 4, ja, 5, 6 die Kurven. Ja. Bislang haben nur 4 Fahrer schon zum Sieg. Menderes kaum Fehler ist drinnen. Fährt in seiner Kurve. Aber wird nichts. Bislang muss ich ja sagen, mit den Zeitstrafen sind sie ziemlich gut unterwegs. Erst 4 Fahrerstrafe. Ja. Mach seine Box. Der versucht jetzt den Slicksatz. Boah, schön, Im ist überhaupt plus mal über 80 von Meter. Lenny Luke. Nee, doch nicht. Dutchie used. Gucken wir aufs ERS mal von den Kollegen. Oh, Dutchie sogar mehr. Das ist der Flügel von Dutchie. Soulcatcher dreht sich. Fehler. Yellow Flag, Haben Yellow sie den Flag. Wagen ins Kies eingeparkt? Aber gibt doch raus. Ja, das war jetzt doch nicht so dramatisch, wie er erwartet hat, aber. Kann es ja mal spannend machen hier. Ja. Ja, also wie gesagt, im Regen es ist es nicht so anschaulich, ne? Also. Ja, es ist ein munteres Hinterherfahren, mehr war wieder nicht. Jetzt könnte es vielleicht was werden für Das ist die Flügeleinstellung von Dutchie, die sind so gut und so flach. Das reicht am Ende einfach nicht von der Topspeed her von Lenny Luke. Vielleicht aber jetzt.
Sarah Warte, gibt's exit. Plan Kuss? Kussrennen als Nüssrennen, aber das reicht. Das reicht. Dachi, oh, der geht aber jetzt innen rein. Oh, verbremst sich. Duell, Leni Luke auf die Wiese. Martin geht deshalb vorbei. Tut weh für Leni Luke. Und Menderes wollte auch direkt mitschlüpfen, aber hat er nicht geschafft. Ist kaut da mal ein bisschen die Zeitstrafen ab. Beziehungsweise die Verwarnungen ab. Nächster ja. Dutch kannst du noch eine erlauben. Madden darf sie gerade mehr erlauben. Menderes hat noch gar keine Verwarnung. Genau wie Fireball. Aqua hat schon drei. Max, der Flo hat ziemlich viel. Drei Warnungen auf Strafe plus drei Warnungen Strafe, zwei Warnungen Strafe. Er hat 9 Sekunden müsste Max haben. Kann ein Konrad eben die dritte bekommen? 9 Sekunden, ja. Ja, und Dachi ist komplett auf Kriegsfuß, komplett auf Verteidigen aus. Alles wird nicht lang gut gehen, weil jetzt sehen wir schon mal. Wer die muss sie in den Rand setzen, ne? Macht er nichts, macht er nichts. Boah, knapp, knapp, knapp. Und Leni Luke setzt sein Gras und Menderes geht vorbei. Auf die 3. Ja, sehr, ich sag mal, unspektakuläres Rennen so wirklich, also. Ja. Martin, 3 ja. Sekunden. Und das war's jetzt. Das war's jetzt. Zumindest ist Menderes. Ausgerechnet auf der 3 und Fireball auf der. Auf der. Menderes genau, auf der 2. Merlin spät so, auf der Bremse. Rein, aber es bringt oh, ein Curb! Fetten Quersteher hatte. Oh, jetzt Menderes hier zu dritt rein. Das war unnötig von Menderes. Also da so aufs Gras zu fahren war unnötig. Und Dachi, ja, nee, traut er sich nicht, doch fährt hinten drauf ja. Auf Martin und. Geht nicht vorbei, das reicht jetzt nicht mehr. Ja, Martin jetzt steckt man von der Pace auf jeden Fall schneller als Dachi, aber Dachi macht da gut. Versucht da dran zu bleiben. Dachi macht gut Druck. Ja, ist jetzt aber irgendwie nervös, sieht es mir ja, dann raus. Ja. Oh, Leni Luke jetzt am Ende des vor. Na, doch nicht. Ja, Martin jetzt sofort eine Sekunde rausgefahren. Ja, und jetzt wird dann auch gleich am Ende des durchfahren. 3 Sekunden und bitte für ihn. Bringt da jetzt gar nichts mehr dahin. Also. Vielleicht noch mit dem Nax, aber. Bis technisch dürfte das reichen. Ne? Na, Menderes wurde vorbei, dann sagen wir mal P1 für Menderes, maybe. Ja, aber dann muss er jetzt schnell vorbei, weil. Madden wartet jetzt auch nicht und sagt, da kommt vorbei. Ey, das ist doch brutal, wie in einer Kurve das Wetter umschlagen kann. Mhm. Schöner Ex von Menderes. Jetzt muss er eigentlich aggressiv rein. Er muss es einfach mal durchziehen. Er muss aggressiv an die Sache rangehen. Oder ist ein Switchback. Starkes Übermanöver. Super. Ja, und jetzt Vollgas. Volldampf am Ende. Ach, mal den Verband dranbleiben. Verband dranbleiben. Hell. Ja. Ausnutzen, dass Next Watch vielleicht Leni Luke ein bisschen ausbremst. Ja, ich glaube, Leni Luke, das ist das eher das kleinere Übel. Weil Aqua von hinten auch schon wieder anklopft. Also der Typ, der was wo er hingehört. Verbremst sich da der Dachi. Ja, das ist ja für Menderes jetzt gut. Der bremst. Oh, Leni Luke, Fehler! Flügelschaden! Oh, boah. Das war knapp. Da war der Reifen fast ab. Ja, da habe ich schon, das habe ich schon gesehen mit Ampf. Und nächster Schritt Verwarnung, auf jeden Fall jetzt. Ja, Leni Luke somit aus dem Spiel da vorne raus. Ja. Wieder gelb. Ja, das ist Leni Luke, der fährt jetzt langsam.
Und Aqua hat sie an Fireball Madness reingesetzt. Vorbeigesetzt. Ja, Menderes, der versucht, am Mali dran zu bleiben. Versucht an Next Up vorbeizugehen, weil der will den P2, hat er P3. Guck mal Aqua an. Ich glaube, vorne können wir ein bisschen erwarten. Ja, ich bin Aqua. bei Fireball drauf, der schaut jetzt dahinter alles an. Jetzt das sehen wir hinten rein, ja, das ist, macht er richtig. Mit einem besseren Exit arbeiten, ungefähr gleich gut, aber. Oh, Gelb. gelb. Alin Luke, der Ach, boxt da den Pfad. Lini. Ja, jetzt muss Dashten sich eigentlich Aqua auch reinbremsen. Ja, und da Ja, Chip er macht verteilt halt wieder. Ja, geschickt. macht er gut, macht er Ja, gut. ja. Bessere Exit, ja, ist er Bessere vorbei. Traktion. Almasi holt sie 3 Sekunden, aber Next Touch Boah! kommt wieder. Kommt er wieder ran? Na. Verstehe ich es aber nicht. Also der Bremsweg war sehr komisch. Aber gut. Wenn ich will, der hat schon. Oder hat der so einen Flügelschaden? Kann das sein? Glaube ich nicht. Na, scheint nicht so zu sein fürs erste Mal, aber. Ja, die Konstanz fehlt halt noch, ne? Also. Ja, um den großen Fun zu machen, ne? Verliert hier man in den entscheidenden Kurven sehr viel Zeit und dadurch, ja. Was natürlich belastend ist für Martin, dass auch Aqua noch, wir gucken auf den Führenden, Ja. ah, nach 1,5 Sekunden braucht, dann ist Martin auf der 3. Ja, es hat aber drei Runden, also ich glaube, wenn Mender das kein Fehler mehr macht, ist das gegessen, das Ding. Wobei es jetzt in Kurve 4, Kurve 3 sehr, sehr regenlos ist. Also, Koppi verbremst sie schön. Ja, jetzt haben wir kein Duell mehr. So gar keins mehr. Ja, nee, Fireball Next Touch, aber. Das dauert noch was. Boah, aber Madden zieht jetzt an, also der hat jetzt Blut geleckt, Na, die muss er. Dame. Muss er. Drück mal auf die Verwarnung vielleicht von Martin. Strafe plus 1. Männer ist Also bei 2 zwei, kann es sich sagst du. nur erlauben. Ne? Jetzt hört es mal langsam auf zu regnen. Also ich glaube, so lange werden die Haif die Haifen reißen. Ja, die reißen Reifen. Die heißen Reifen. Reifen heißen. Die Reifen heißen Reifen. Max holt sie nur 3 Sekunden ab. Wieder bitte für Williams. Jo. Gut, Viali holt die 3 Sekunden ab. Was ist so in den Zeitstrafen? Zeitstrafen, Copy würde Arzt nach oben rutschen, ne? Ja, Menderes muss jetzt pushen, der verliert langsam. Ja, der verliert noch plus 2,5, 4,7. Bergbau wird schwer. Immer nur die 1,5 Sekunden, also. Ja. Und ich glaube, jetzt hat es aufgehört zu regnen, ne?
Das Xbox heißt Setup brauche jetzt ich gar nichts mehr. durchbeißen. Das kann aber heißen, gleich heiße Reifen. Für eine Runde zumindest noch. Na, Menderes kämpft. Halbe Sekunde hat er noch Luft. Das wird jetzt eng für Menderes. Ja, jetzt hast alles oder nix, beziehungsweise was Alles oder anderes gesagt. nix. Alles oder alles. Mal gucken, auf Menderes drauf, wie er jetzt noch den Beutel hier macht. Ja, wieder eine halbe Sekunde. Hat er doch wohl bessere Zeiten gefahren gerade. Ich bin bei Fireball hinten drauf, der könnte eventuell noch einen Lunch versuchen. Ne? Bei 7 Zehnteln. Okay, doch nicht. Ja, da hat es viel zu viel Quersteher. Jetzt wird's heiß. Jetzt wird's heiß auf den Reifen. Ja. Das heißt, durch die Pfützen fahren, ne? Und beißen. Ne? Er ist wieder verloren. Das wird ein Kampf. Das wird eng für Menderes. Halbe Sekunde, jetzt tut er wieder Zeit gainen. Oh. Aber es müsste ihm eigentlich niemand mehr nehmen können. Außer Da, doch, jetzt er wieder. nimmt sich jetzt selber. Nee, 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 Macht das er ist das. vorsichtig, jetzt muss Oder? er. Oh, es wird super eng. Nee, nee, das macht Nee, er. das macht er. Menderes P1 verdient. Sehr stark. Vor Medellin und vor Aqua, der sie anscheinend auch nur eine Zeitstrafe geholt hat, weil 6 Sekunden ist, geht sie bei meiner Rechnung nicht ganz aus. Platz 4, Next Dutch, Fireball auf 5. Copy auf 6, Nax 7, Almasi auf 8. Das steht auf 9. Leni Luke auf. Achso, ja, die sind immer durch. Spannend. Nicht wieder zu schnell. Ja, Almasi auf 8. Das wird so bleiben. Da steht auf 9. Ja, und Leni Luke auf 10. Max auf 11, keine Punkte für Williams. P steht für Pain. Und Oh Viali holt ja. sich nochmal 3 Sekunden und macht eine neue Linie. Max auf 11, gut, Viali auf 12 und Soulcatcher auf 13. Und damit sind wir durch. Ja. Das war jetzt entspannt. Aqua holt sich den Fahrer des Tages, aber ich glaube, alles in allem kann er nicht zufrieden sein. Voll Menderes, also. Oh, jetzt habe ich es Menderes geskippt. hat gefightet Ah, sorry. und hat sich den Sieg verdient. Da war ich zu schnell auf der X-Taste. Ja, du verpasst ja nichts. Ich lande McLaren an Mercedes und an Alpha Aston Martin on top. Ich lade mal ganz schnell die Party wieder auf und mach. Und dann einfach beitreten. Einfach rein in die Slots kommen. Den Punkt für die schnellste Rennrunde kriegt dann Melin nur mit 1,67, 1,5. Ich glaube, das ist ja Ansage. Das zweitschnellste war Aqua mit 1,7070. Ja. Wobei Copy auch mit 1,07093. Also, wäre ich schon dankbar, wenn wir zurück in die gute Stube reingehen. Ne? Boah, von Ah. Copy von 17 auf 6 ist jetzt auch Pardon? starke Ne, Leistung. Menderes, ne? Menderes, Aqua, also ja, Menderes, Aqua, Madin.
Ach, Gladbach Leipzig 3-1 für Leipzig. Geil. War der Darf nicht mich mal einfach mal Gladbach ins Wort geführt? einschlüpfen? Ich gehe davon aus, dass ich eher eingeladen wurde. Ja. Ja, ich habe gesagt, einfach reinkommen. Also du hast gesagt, ja, Gladbach hat 3-1 gewonnen dann. Oder beziehungsweise trotz roter Karte, Also das interessant. Patti, wenn Patti was sagt, ich höre ihn noch nicht, weil bei mir noch die Party connected. Jetzt. So. Dann lad die gerade mal ein, Martin, Patty. Achso, ja, natürlich. Wo Männer ist gleich in der Party, Jetzt, ja, ne? Martin ist schon drin dann. Männer. Ach, war echt auf, ist echt vorgefahren. Ich krieg den Affen. Männer. Ich habe beide mal eingeladen, ne? Achso, hast du das schon gemacht? Das ist schon Geil. Luxus. PS5-Nutzer. Ach so ein Ding ist das. Also, oder ist wieder der passive Flex, ne? Geflext habe ich letzte Saison in Monaco. Ach so, wieso das? Hast du da den Kunde-Hut-Rekord von 7 Box-Stops geschlagen? Nö. Ging um was anderes. So, Nicht beim Fahren, sondern kommentieren. ach so, da werde ich mal, ja, werde ich mal den Stream mal anschauen müssen. Wollen wir noch warten oder beginnen wir quer durch die. Ich glaube, Menderes ist gerade ein wenig am Arsch, weil er sich gerade riesig freut. Kann ich mir gut Da vorstellen. wird's. Aber so knapp, Da hey, wird das der sind so ein oder eine andere Runde. Liter dann fließen. Eine Runde mehr. Menderes, du Tier, gratuliere! Danke. Der nächste PS5-Nutzer. Danke, ganz gechillt. Aber wie schützige Hände, ich brauche einen neuen Controller. Mein Handgelenk tut weh, ich bin auch nicht unten geschwitzt, ich kann nicht mehr. Drecks 3 Sekunden. Wollen wir von oben nach unten gehen, ne? P1, P2, P3. Das war ein Frage-Antwort-Spiel. Ja, Kopf da stehen, möchte nicht kommen. Da stimmt, Aqua ist da. Manche. Aqua. Dann würde ich mal sagen, fangen wir bei Martin an. Machst du mal Partie, du warst eben im Service. Ja, mein Boxenstopp ist bereinigt. Martin, erstmal so, herzlichen Glückwunsch zu P2. Danke, danke. Am Ende ist dann bitter, sagen wir so, 0,150 Sekunden seien es dann Abstand gewesen. Zeitstrafe hat dann halt ein bisschen den Unterschied ausmacht. Du hast jetzt, wie du immer vorhinein schon gesagt hast, im Vorinter beziehungsweise immer nach dem Sprintrennen-Interview, einen Abstand zu Aqua ausgebaut. Erzähl mal, wie war das für die? Das Rennen, die Erfahrungen, die Ziele für die nächsten Rennen Also erstmal und. das Rennen. Also ich bin diesmal noch wieder doch nochmal einen Tacken besser weggekommen als davor. Hat dann trotzdem nicht gereicht, weil hier Menderes und Leni Luke halt krasse Starter sind. Aber wir haben uns da, ich glaube, alle fair Platz gelassen, weil wir sonst weil wir da zu dritt irgendwie in die erste Kurve sind. Ich habe mich da schon irgendwo in einem Auto gesehen, aber war alles geil. Ja, hinten dran geblieben eigentlich. Also dann war zwischendurch, muss ich sagen, hat mich Marcel ein bisschen aufgehalten, bis ich mich dann irgendwie mit DRS dann doch vorbeigekämpft habe. Aber hat mega Spaß gemacht auf jeden Fall mit ihm zu fighten. Vor allen Dingen auch so fair. Haben uns gegenseitig auch Platz gelassen, war super. Und ja, dann bin ich halt irgendwann vorbei, konnte dann auf Leni Luke aufschließen, weil der halt mit Dutchie am Kämpfen war.
Ja, und hab dann halt, ja, Regen kam dann. Das gut, ich habe gehofft, also ich bin ja draußen geblieben, eine Runde. Das war, glaube ich, eine Runde spät tatsächlich, weil ich hatte gehofft, dass das vielleicht so ein Dahinplätschern ist wie im Trainingsrennen, dass man auf trocken bleiben kann. War dem nicht so. Also reingefahren, Inters geholt, irgendwie auch alle gemacht und ja. Dann halt auf Dachi aufgeholt. Der hat halt den ultimativen Block gespielt für Lukas und für Leni Luke halt und konnte dann Fehler ausnutzen, als ich glaube Dutch ihn ein bisschen weit rausgedrängt hatte. Weiß ich nicht, ob wie das war. Auf jeden Fall kam er dann halt nicht gut raus. Ich vorbei und dann konnte ich halt auch relativ fix Dutch holen und dann habe ich mal diese dämlichen 3 Sekunden geholt. Also es war dumm. Das war einmal nicht aufgepasst, mal eben über den Randstein gefahren. Die dritte Verwarnung. Ja, und dann hieß es eigentlich nur noch ab nach vorne und ja. Hätte mit einer Runde mehr wahrscheinlich auch geklappt. Safety Car Experience, wie hat es denn da bei dir ausgeschaut, als dann eigentlich die Hinterränder rund um Next Dutch reingefahren sein für die Intermediates und ist und draußen blieben seid? Also hat es da schon ein bisschen, puh, hast du da gedacht, boah, das wird schwer? Oder warst du voll da Nö, selbstvertraut nach das Schluss? Problem ist halt, die hinteren, die haben halt viel leichteren Schalter. Also die können halt gucken und mehr riskieren. Wenn du halt Genau, denen vorne, fehlt da etwas. vorne bist, kannst du eigentlich, wie man so schön sagt, es nur falsch machen. Und ja, wie gesagt, ich habe gehofft, dass ich halt draußen bleiben kann, dass es nicht so nass wird, aber von dem Traum durfte ich mich dann und die anderen, glaube ich, auch von einer Runde später dann verabschieden. Ja. Also war Ja, halt Pech. aber ich glaube, die Punkteausbeute, 19 Punkte seiner, geht definitiv in Ordnung. Ja, das war fand ich gut, dass es geregnet hat. Da konnte mir keiner mehr die schnellste Runde den Extrapunkt klauen. Ja, dann fürs nächste Rennen. Da gehen wir ja direkt nach Portugal. Kann ich Erzähl ganz, mal, kann wie. ich direkt, kann ich direkt sagen, finde ich geil, die Strecke. Findest du geil? Ja. Findest du auch den Bisschen zweiten üben. Sektor, die eine Kurve, die Rechtsbergaufkurve, geil, wo sich gefühlt jeder Mensch 10-mal wegdreht? Also da habe ich mich, glaube ich, einmal bisher weggedreht. Tja, der Flex. Nee, ich bin die auch noch nicht so oft gefahren tatsächlich, aber ich finde die Strecke an sich mega. Ja. Habe ich auf jeden Fall Bock drauf. Auf Hast du jeden Bock Fall, drauf? Gott sei Dank, kein Sprintquali mehr. Ja, zweimal in Folge, ich glaube, das ist jetzt dann schon ein bisschen ziehend. Sagst es. Wie auch sei, ich wünsche Ihnen Samuel herzlichen Glückwunsch zu P2. Wenn Juliana nichts mehr hätte, dann wünsche ich dir noch einen schönen Abend. Und genießt die Punkteausbeute. Ja, wünsche ich euch auch und ja, nochmal alles herzlichen Glückwunsch, Marcel. Hast du dir echt verdient. War ein Danke. geiles Rennen mit dir. Ja, hat Spaß gemacht. Gut, danke fürs Kommentieren und ja, ich drücke euch die Daumen dann wieder morgen und übermorgen. Das werde ich brauchen. Ne? Diesmal mache ich keine Halbwahnansagen, die nicht mehr eintreffen. Ich wünsche euch Fullwet, allen beiden. Hey. Das Na macht gut. man nicht. Doch. Party mal so, muss gleich telefonieren. Bis gleich. Gut, schönen Abend noch und Ja, gleichfalls, danke. tschüss. Tschüssi. So, jetzt haben wir eigentlich die Hauptattraktion nicht mehr am Start, weil er telefonieren können muss. Hallo? Oh, scheiße, der Voice Crack war hart. Ja, ich glaube, ganz unbeblümt geht's weiter. P1, Menderes. Jo. Herzlichen Glückwunsch. Danke. Ich glaube, ich kann sagen, das war eine starke Leistung von dir. Also das Ja. komplette Rennwochenende war stark von dir, muss man so sagen. Erzähl mal, wie war denn das für dich, das komplette Rennen über? Mit der Safety-Car-Entscheidung? Erzähl mal.
Also das Safety Car, das bereue ich bis jetzt noch, weil ich war am Überlegen, ob ich reinfahre. Ich war auch schon in der Boxeneinfahrt gewesen und alles und sowas. Und muss halt sagen, ich hatte einfach nicht die Eier in der Hose gehabt, da halt reinzufahren, weil die vorderen weitergefahren sind und die hinteren haben auch keinen Anstand gemacht, reinzufahren. Obwohl es eigentlich, wenn man sich das recht überlegt, eigentlich so dumm war, einfach nicht reinzufahren, weil es regnet und man fährt nicht rein. Auf was hofft man da eigentlich dann noch? Ja, aber ich glaube, das hätte immer so am ersten erklärt, dass es wirklich so zwischen einem Teil der Fahrer hat es erst wirklich runterlassen. Weil es hat ja absolut, ist ja absolut schnell gegangen dann im Regen. Also das könnte man so am ersten vielleicht noch erklären. Also bei mir war das zum Beispiel so, bis ich bin über die Start-Ziellinie gefahren und war immer hinterm Safety Car. Und dann hast du gemerkt, es wird rapide dunkel. In dem Moment, wo wir oben waren, war auf einmal rabenschwarz. Und als wir dann runter zu uns gefahren sind, beziehungsweise oben schon die ersten Tropfen, und runter zu uns wurde es dann ganz leicht immer mehr. Na, das ist halt das, was mich jetzt hat so. Gut, im Nachhinein ist alles gut für mich ausgegangen, aber das ist so eine Sache, wo ich dann sage, da hätte man halt den Mut nehmen sollen und dann reinfahren sollen. Weil dann wäre ich auch vor Next Ja. Dutch rausgekommen und von allen anderen auch und hätte dann locker einfach easy runterfahren können. Ja, man lernt aus solchen Ereignissen. Dann am Ende war es nochmal ziemlich knapp, 0,150 Sekunden. Wie war da deine Gefühlslage? Ja, das Problem war, je trockener die Strecke wurde, desto schwieriger wurde es für mich. Weil ich weiß nicht, warum ich da auf einmal so Probleme habe im Regen. Regen zu fahren ist für mich eigentlich nicht so das Schwierige. Klingt jetzt ein bisschen abgehoben, aber ich habe da halt nicht so die Probleme, was das Ganze angeht mit Gas, Bremse und so weiter. Da habe ich mich sehr relativ gut wohlgefühlt. Nur zu dem Ende, wo es halt aufgehört hat zu regnen und die Strecke trockener wurde. Da bin ich mit diesen Wetterverhältnissen nicht zurechtgekommen. Weil ich wäre zum Beispiel in den letzten zwei Runden, wäre das Rennen länger gegangen, wäre ich da schon reingegangen, weil mit den Inters, ich weiß auch nicht, wie viel Prozent ich am Ende hatte, das ging dann gar nicht mehr und ich bin auch schon zwei, dreimal weggerutscht. Dadurch ist auch der Abstand auf einmal so rapide nach oben und habe ich gesagt, ey, Mist. Und ich hatte, glaube ich, nur noch eine Verwarnung frei gehabt, weil ich dann zum Schluss dann nochmal über den Körb gerutscht bin. Habe ich gesagt, jetzt ist es komplett aus. Habe ich gesagt, komm, sicher dir wenigstens P2 und alles ist in Ordnung. Aber dass es halt noch P1 geworden ist, Gott sei es gedankt. Ja. Also hätte man am Ende schon auf die Softs eventuell überlegen können? Gab es da schon noch Möglichkeiten? Wenn die Renndistanz länger gegangen wäre, ja, also ich wäre ja auch auf jeden Fall reingegangen, weil meine Inters waren kaputt, die Strecke wurde rapid, also auch relativ schnell trocken. Da hätte man auch reingehen können. Wenn sie zum Beispiel noch 6, 7 Runden zu fahren wären, wäre ich reingefahren. Okay. Ja, ich glaube, mir gibt es jetzt an nichts mehr zu sagen. Es war jedenfalls ein starkes Rennwochenende. Ja. Nächste Woche, Mich wie hat ja schaut es schon bei dir bei das. Brasilien aus? Bei Portugal? Das sieht schlecht aus, weil ich nicht fahren werde. Ja, das ist halt, wenn man Schicht arbeitet, ist das halt ein wenig doof, wenn man jede zweite Woche hat. Ich versuche halt, so oft wie möglich die Frühschicht also zu wechseln und alles und sowas, aber da kann Die halt auch nicht Pakete jedes Mal sind der immer Arbeitgeber riesig, sagen, von klar. wegen, geh auf die Frühschicht und das ist Vor halt allem sehr auch, bitter, ja, weil. hier war Liga, hier war Liga-Rennen. Ja, das hat auch Robert schon gesagt gehabt, von wegen hier, sag dem Arbeitgeber, du wirst der neue E-Sportsler und alles und sowas und du musst gefördert werden, anstatt hier mit Mittelschicht zugeklatscht zu werden. Du kommst einfach so Aber am das. Ende der Saison so mit deiner Urkunde daher, so mit P1, UPN, Ja. Liga 3. Schaust an, nur du hast mitfahren lassen. Ja. Okay, dann Aber frage ich wenn aber man. trotzdem, übernächste Woche Großbritannien. Großbritannien, das ist eine sehr, sehr coole Strecke. Also mir macht die mittlerweile sehr Spaß. Am Anfang der Saison oder beziehungsweise Ende letzter Saison habe ich die Strecke verflucht. Gerade mit den S-Kurven bin ich gar nicht zurechtgekommen. Aber jetzt halt durch die neuen Einstellungen, wie ich es schon so oft gesagt habe, wodurch ich halt tausendmal besser geworden bin, ist die Strecke für mich mittlerweile richtig, richtige Spaßstrecke. Also die macht richtig Bock zu fahren. Auch im Regen und alles und sowas, was ich da halt sehr stark erwarten werde bei uns. Und ja, also da sehe ich mich schon drin. Ja, dann die Erwartungen werden hochgeschraubt, ne, bei deinen Aussagen. Ja, klar, also ich rede jetzt halt nicht von P1, ich rede jetzt einfach nur von guten Punkten.
Also ich rede jetzt halt nicht so vom Podium oder sowas. Wenn ich sage, von wegen, da sehe ich mich drin und das macht Spaß, dann rede ich ja so von dicken Punkten halt, aber nicht von Podium. Da bin ich noch weit davon entfernt, da die Ansprüche zu stellen, dass ich da jedes Mal da oben mitfahre. Naja, du hast es heute mal definitiv sagen können, dass du da schon mal ein Kandidat für bist, dass man die in der Rechnung mit einbeziehen sollte. Ja, also mich hat es ja gewundert gehabt, dass ich beim Qualifying auf P1 gelandet bin. Das hat mich schon mal stark gewundert gehabt. Ich habe auch nicht damit erwartet, dass ich dann so eine Runde auf einmal rausknallen kann. Aber zum Ende hin ist die Strecke halt relativ schnell geworden. Ja, dann halt das Sprintrennen, also den Dreher, den dumm gehabt. Also, wie gesagt, 15 Mal fahre ich mit dem Körper, am 16 Mal haut es mich raus. Den habe ich ja zum Beispiel in dem gesamten Rennen nicht einmal berührt und bin ich immer schön im Gang. Und ja. Mal gucken, was Großbritannien macht, beziehungsweise bin ich ja mal gespannt, was die Konkurrenz in Portugal macht. Ja, Basti, ich hätte nichts mehr jetzt, was ihr fragen könnte. Julian, habe ich gehört, hat sich gerade wieder eingeklinkt. Ja, servus. Hast du noch eine Frage an der Servus. Menderes? Nee, habe ich nicht. Ich sag nur Glückwunsch, Menderes, jetzt P3 in der KWM. Danke. Fahrer-WM, nicht Ja, KWM. er macht Ja. einfach Carried Mercedes. Ja, KWM seit der Erster. Können wir kurz mal reingehen? Deine Ziele für die Season noch? So viele Weltmeister Rennen werden? zu fahren wie möglich und halt so viele Punkte mitnehmen so möglich, weil, also ich muss halt sagen, jetzt habe ich Blut geleckt und jetzt versuche ich halt zu gucken, dass ich auch in Liga 2 reinkomme. Oh, okay, das ist ein Ziel. Dann krieg Konkurrenz. Das auf jeden Fall, also muss man mal. Klar, wenn wir jetzt halt sehen, wie das dann mit dem neuen Spiel sein wird und alles und sowas. Aber jetzt momentan, also ich sag jetzt mal so, man muss sich auch hohe Ziele stecken, weil wenn ich dann sage, von wegen hier, mit P8 am Ende in der WM bin ich zufrieden. Ja, klar, logisch. Ja. Nee, klar, Ja. ey, das Ziel ist da, um Ziel zu erreichen irgendwie, ne? Also. Ja. Also am Anfang der WM, als die Season begonnen hat, habe ich gesagt, komm, von wegen, ich bin in jedem Punkt drin, Mittelstand, alles in Ordnung. Aber so jetzt halt nach den zwei Podiums, muss ich sagen, habe ich echt Blut geleckt. Ja, Ich hoffe, das. dass ich den Mund jetzt halt auch nicht so voll nehme oder arrogant klinge oder sowas dabei. Nein, das ist absolut verdient. Also, Fakt ist, du warst die letzten Season eher im unteren Mittelfeld am Fahren, jetzt bist du hier auf dem Podium, das ist geisteskrank. Wie schnell das vor allem bei dir ging, also. Kann man nur Respekt sagen. Aber gut. Danke. Ja. Dann. Können wir durchziehen, oder? Dann hören wir uns hoffentlich mal in Großbritannien wieder. In Silberstein. Hoffentlich auf dem Podium. Fahrer des Tages wird mir auch schon lang. Beides. Und das Wetter Alles. erwarte ich nicht von dir. Alles. 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 Er wird einfach erster, zweiter, dritter gleichzeitig. Na gut, okay, dann macht ihr noch eine entspannte Woche. Ebenso. Und wir sehen uns dann, ja, irgendwann wieder. Joa, hoffentlich. Gut, Hallo, dann bis bis dann. denn. Ciao. Bis dann. Ciao, Ja, ciao. tschüss. Ja, Patti, wir sind wieder am Punkt angekommen, wo wir sagen können, wir wissen nicht, worüber wir reden sollen. Kann das sein? Ja. Ich glaube, es War ist ein. 22:25 Uhr und. Na, war ein cooles Rennen, war aber auch teilweise langweilig. Ich bin gespannt auf Portugal nächste Woche. Da sehe ich mehr Spannung drin als in Österreich. Ja. Und ja, Schlusswort gebe ich dir. Boah, das ist nett von dir. Ja, also ich kann alles sagen. Ich sehe auch Spannung in dem Spiel. Und beziehungsweise in dem Rennen. Sagt sein, morgen und übermorgen gibt es nur Liga 2 und Liga 1 Action. Liga 2 mit Julian und Liga 1 mit mir, mit meiner Wenigkeit. Ja, ich kann nur sagen, ich wünsche Ihnen, der nur zuschaut, einen schönen Abend. Und Na gut, ihr könnt mehr zu. ja. Dann. Jo. Tschüss.